Schön, dass Sie mit dabei sind, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen. Das Wetter, das kann ich Ihnen sagen, ist hier weder Fisch noch Fleisch vorhergesagt. Sind zudem auch noch starke Regenfälle und sollten diese Regenfälle auch tatsächlich kommen. Da müssen wir abwarten, wie der Platz diese dann verkraftet. Denn der Ball, der muss ja rollen, der darf ja nicht irgendwie liegen bleiben im Pfützen. Ansonsten wäre das irreguläre Bedingungen. Aber wir sind nur im Konjunktiv, wir sind bisher nur am Spekulieren, noch regnet es ja nicht und hoffentlich bleibt es nicht. Wirklich eine Augenweide, dieses Stadion. Auf ein Wort hat sie. Wer ist für dich der wichtigste Spieler auf dem Platz? Also wenn die Hintermannschaft heute Marco Reus nicht in den Griff bekommen sollte, dann wird er der Spieler dieses Spiels sein. Seine Veranlagung im Tempodribbling ist einfach überragend. Dagegen kann man überhaupt nichts sagen. Er ist in der Tat der Mann, der solche Spiele liebt. Alles ist angerichtet. Dahoud verliert den festen Stand. Mats Hummels. Findet er ihn? Abgefahren. Gut gemacht. Bei wem der wohl landet? Dahoud. Und jetzt schießt er. Athletic Bilbao schickt seine Außenverteidiger jetzt weit nach vorn, sowohl beim Angriff als auch in der Defensive zum Zustellen der Flügel. Okay, habe ich schon soweit irgendwie verstanden. Also damit wollen Sie die Offensive des Gegners erst gar nicht aufkommen lassen. Ganz genau das. Und dafür greifen Sie so früh wie möglich an, damit der Gegner gar nicht erst in einen gefährlichen Bereich vordringen und flanken kann. Brandt. Vom Grundsatz her ist ja Ballbesitz völlig in Ordnung. Nur irgendwann musst du in einen gefährlichen Raum kommen. Einfach nach vorne geschlagen. Ein total missratener Pass. Brandt. Reus. Ist das ein langer Ball? Und der Pass nach hinten. Gefährlich, wenn er den kriegt. Mats Hummels. Klares Foulspiel. De Marcos. Abnehmer hätte er. Athletic Bilbao fordert die Ecke und der Schiri sieht es genauso. Das ist schlitzohrig. Der Ball kommt gefährlich zur Mitte. Kompromisslos weggeschlagen. Das Ding ist... Und der Schuss. Da haut er ihn einfach weg. Und er hat den Ball gehalten, aber er hat ihn nicht festgehalten. Glück für ihn, dass der eigene Mann zur Stelle ist. Brandt. Marco Reus mit der Chance. Brandt. Das sieht gut aus. Den muss er machen. Einfach mal ausbauen. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Das muss Geld geben.
Der Torhüter haut ihn weit raus. Reus. Den will er ganz vorne reinspielen. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Super, öffnender Pass. Sein Trainer wird sich ärgern. Das war mit Ansage. Spielt ihn lang. Der den Ball kontrolliert. Reus. Schießt ihn aufs Tor. Das waren die ersten 45 Minuten. Defensiv standen sie sehr ordentlich. Sie sind im Grunde nicht ein einziges Mal ernsthaft in Gefahr geraten. Allerdings waren die Angriffe auch noch nicht die ganz große Herausforderung. Der Start in die zweite Hälfte. Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, sie sollten genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden sie sich für ihren Aufwand belohnen. Ja, und damit ein Gegentreffer. Jetzt könnte was gehen. Da geht er alleine. Ein super Pass. Ab und durch den Tor. Vielen Dank, lieber Pfosten. So knapp. Was für ein Pech. Der Ball hätte im Tor landen müssen und dann steht der Pfosten im Weg. Ganz, ganz bitter. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Reus. Hier ist Muniain. Er versucht. Mit gutem Stellungsspiel. Passlein. Immer noch 0:0. Hier ist alles möglich. Das ist die Möglichkeit. Richtig stark gehalten. Der hat ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Muniain. Mit Tempo nach vorne. Hier ist Reus. Ab auf die linke Seite. Juri hat die Kugel und er hat Platz. Brandt mit einer exquisiten Technik. Versucht mit einer Hereingabe. Es geht über die rechte Seite.
holen, das Ding. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Da kommt momentan einfach kein einziger Pass an. Marco Reus mit der Chance. Den hat er ganz genau geschnuppert. Ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Die Schlussphase hat begonnen und ich glaube, wir werden jetzt viele, viele hohe Bälle sehen, denn dafür bringt man ja einen Mann wie ihn. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Der kommt an. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da. Spielt ihn gut raus. Raul Garcia. Pascal. Ist körperlich einfach unterlegen. Immer noch unentschieden. Ich bin gespannt, wie beide Mannschaften mit diesem Stand der Dinge in den letzten Minuten umgehen. Mann, hat der eine Ausdauer. War das ein Foul? Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. Und der Schiedsrichter macht dem Ganzen hier ein Ende. Es war eine enttäuschende Partie und die endet fast folgerichtig ohne Tore. Hansi, dein Resümee zu dieser...